Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vorab möchte ich erstmal sagen, ganz am Anfang, damit alle Bescheid wissen, ich warne euch hiermit schon mal vor, dass ich in diesem Video sehr viel reden werde. Das wird auf jeden Fall nicht ausbleiben. Und was ich dazu nochmal sagen möchte, konkret zu dem Thema, und zwar haben sich halt viele darüber beschwert, dass ich halt immer drum herum rede. Ich kann da wirklich nichts für, ich mache das nicht extra. Ich rede nun mal sehr viel und sehr gerne und ich selber merke das einfach gar nicht, dass ich so viel rede oder drumherum rede. Ich mache das nicht nur in meinen YouTube-Videos, sondern ich mache das generell, wenn ich mich auch mit jemandem am Unterhalten bin, dass ich nie wirklich zum Punkt komme. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht warum. Ich merke das selber nicht. Und deswegen nehmt mir das bitte nicht böse, wenn ich hier drumherum rede, euch das jetzt nicht so passt, weil ich halt so viel rede. Ich weiß nicht, aber das ist halt leider so. Ich kann, wie gesagt, kann ich es versuchen, das ein bisschen, ne, ihr wisst schon, ein bisschen zu unterlassen, darauf zu achten, dass ich nicht so viel drumherum rede. Und zwar geht es heute in diesem Video, wie ich mich früher geschminkt habe. Ich habe jetzt ein paar Sachen aus meiner Schminkkiste und alles, habe ich einfach jetzt ein paar Sachen rausgekramt, die ich früher auch benutzt habe oder vielleicht so ähnliche Produkte. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach, wie ich mich damals geschminkt habe. Oh mein Gott, Leute, ja, wie ich damals aussah, das war... Hatte ich mir meine Augenbrauen eigentlich zur Hälfte abrasiert. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ich hatte überhaupt null Ahnung von Zupfen, von keine Ahnung, ich dachte mir immer so, oh, einfach durch die Mitte rasieren, das geht schnell, hast du weg und hast keine Schmerzen und keine Probleme. Wahrscheinlich. Das ist wieder typisch Enya, ne? Ich mach was und mir ist gar nicht bewusst, was mache ich da überhaupt gerade. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ja, und dann hatte ich total die schiefen Augenbrauen, ne? Ich habe hier total dünn gehabt auch und hier hatte ich dann voll weg alles und oh, das sah unmöglich aus. Sieht ja richtig geil aus. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, das sieht doch ganz schön aus, oder? Kommen wir auch schon zum Make-up, zu der Foundation. Und zwar habe ich mir das einfach vorher ins Gesicht geklatscht. Das war mir voll egal. Einfach schön, als ob es Creme wäre mit den Händen natürlich. Und ja, das mache ich jetzt mal. Schön viel natürlich. Oh mein Gott. Wenn ich drüber nachdenke, wie ich früher aussah, ne Leute. Oh, das geht gar nicht. Ich finde, das sieht ganz nice aus, oder? Was meint ihr? Kommen wir zu meinem Puder. Und zwar habe ich früher immer dunkles Puder benutzt. Eine auf, ja, ich bin braun, ne? Klar. Was mir natürlich viel zu dunkel war. Also fürs ganze Gesicht, das müsst ihr euch mal vorstellen. Nicht als Bronzer oder so, ne? Und das habe ich mir dann auch immer schön ins Gesicht gepudert. So, jetzt kommt der Bronzer. Und da habe ich richtig reingehauen. Also echt, ich habe so viel Bronzer benutzt. Unmöglich, echt jetzt, Leute. Ey, wie kann man sich so schminken? Kann mir das jemand mal erzählen? Wie kam ich bitte darauf, mich so zu schminken? Damals habe ich mir meine Augenbrauen so hässlich gemalt. Die waren einfach wirklich dick. Und ich hatte irgendwie total hier noch... also die sind erst hier angefangen oder so. Ganz schlimm. Und mega dick und total... Ich weiß nicht, müsst ihr euch jetzt mal reinziehen. Damals gemacht habe, dass ich damals so rausgegangen bin, ne? Das ist doch nicht normal, ey. Gott.
Das sieht wirklich aus wie früher. Ich habe mir die einfach so balkenhaft und dunkel gemalt. Und dann war hier halt voll frei. Ne? Ich male die ja mittlerweile bis vorne hin und fühle die auch nicht so aus. Oh mein Gott, ich mache so selten was mit meinen Augenbrauen. Ich mache einfach immer nur hier die Linie und fülle das ein bisschen nur aus, damit das nicht so lückenhaft aussieht. Aber sonst mache ich gar nichts mehr mit meinen Augenbrauen. Mit dem Eyeliner. Oh mein Gott. Das war mein erster Eyeliner, den ich benutzt habe. Und zwar der von Essence, dieser Dip Eyeliner. Das war der erste Eyeliner, mit dem ich begonnen habe. Ja, oh mein Gott. Und da war ich total stolz, weil ich das mal angeblich so hinbekommen habe. Und dann habe ich den eine Zeit lang richtig schön lang gemalt. Ne? Und das sah nicht wirklich schön aus. Ja. Jetzt kommt dann natürlich die Wimperntusche, die habe ich natürlich auch nicht ausgelassen. Das sah dann auch ein bisschen komisch aus, wenn man keine Wimperntusche hatte. Ja, dann habe ich auch ab und zu mal den Eyeliner benutzt und manchmal habe ich aber auch Eyeliner weggelassen. Und mit Eyeliner sah ich dann immer so aus. Ansonsten war immer Make-up und richtig fett Rouge, ne? Schön abpudern auch, ne? Damit alles natürlich matt ist, ne? Darf ja nicht glänzen. Und alles halt abgedeckt muss sein und Augenbrauen total dick ausgemalt und so richtig Balken, ne? Und dann habe ich halt immer, weil ich immer durch die Mitte rasiert habe, habe ich immer dann hier diese, ja. Immer fing das dann hier irgendwann an. Richtig geil auf jeden Fall. Ja, Lippenstift habe ich nie früher so benutzt. Erst mit 16 fing ich an mit Lippenstifte, aber da konnte ich mich auch ein bisschen besser schminken. Das sieht man aber auch an meinen alten Musical.ly's oder Videos, dass es da auf jeden Fall besser war, weil ich kein Make-up mehr benutzt habe und ich konnte meinen Eyeliner ein bisschen besser. Und ich kann ihn manchmal immer noch nicht so gut, aber ja, es ist halt alles Übungssache. Und das mit den Augenbrauen habe ich auch dann nach einer Weile gecheckt, dass man die nicht so malt, sondern anders. Oder vielleicht auch gar nicht. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, wenn man die nicht malt. Solange man eigentlich eine schöne Form sich zupft, finde ich das ganz cool. Ganz cool. Ja, das ist mein fertiger Look. Plus Pony, Seitenschell, keine Ahnung, was es darstellen soll. Damals hatte ich halt einen Pony, so einen Seitenpony. Und dann habe ich den immer so getragen und war dann halt immer so geschminkt. Und ja, das sieht richtig scheiße aus. Und ja, so sah ich früher aus. Und das ist auch gar kein Scherz. Ich habe leider keine Fotos mehr von früher. Alle gelöscht. Und also es ist ja, wo ich so 15, 15,5 war, da habe ich leider keine Fotos mehr. Habe ich nochmal nachgeguckt. Leute, dass ihr diesen Anblick nochmal erleben müsst. Auf jeden Fall ist gerade meine Kamera ausgegangen. Ich muss jetzt gerade mit meinem Handy weiterfüllen. Und ich will jetzt nicht extra warten, bis meine Kamera geladen hat, dann, nur damit ich das Ende filmen kann. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Das ist mein Look. So sehe ich aus. Genau. So sah ich mal aus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und es war ein bisschen lustig, ein bisschen Unterhaltung. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.